Ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind in Fairbelly angekommen. Einer sehr leuchtenden, bunten, durchaus interessanten Stadt. Wir haben auch hier die nächste Arena direkt. Wir sind in der letzten Folge haben wir den Sorschanwald erkundet. Aber davor haben wir ja noch eine ganz wichtige Sache erfahren in der Vorgeschichte von Gala. Das ist tatsächlich zwei Helden gab. So, da oben blinkt es irgendwie. Da oben scheint doch ein Item irgendwo zu sein. Falls ich das irgendwie übersehen habe. Hier. Hi, Lambi, da oben. Oh, das ist die Thema 21. Erholung. So, okay. Gut, mit der Kombination von der TM Schnarcher, die wir ja in der letzten Folge gefunden haben. Fand ich ganz cool. Ja. Und wir machen uns heute auf die Arena. Und ich habe Scantic vorne. Ja. Das werden wir also dann jetzt heute da machen. Und das wäre wie. Okay. Deshalb bist du auch schon wieder vier Arena und so, also bist du mir richtig gefährlich. Gehört? Sogar Mopeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Hä, was? Moment, Mopeko. Willst du mir etwas sagen, dass du Kev magst? Das ist unser Gegner der Arena-Challenge. Ist ja das klar? Ah, schön. Was soll's? Weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viel so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge. Als Gegner. Ist das klar? Jo. Und mal gucken, was der gute Balduin für uns wieder hat. Ha, diesen Blick in deinen Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte. Und war den Superball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, Pokémon zu fangen, die ein anderes Geschichte haben als dein eigenes Pokémon. Ein Superball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sich die Geschichte von dem deines Pokémon unterscheidet. Ist ja faszinierend, was du alles an dem Pokémon schenkst, oder? So. Gut. Dann gehen wir an. Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem weiteren Stadion antreten? Ja. Da würde ich dir jetzt bitten, in der Umkleidekabine in deine Uniform zu schlüpfen. Mach dich auf eine Arena-Mission der etwas anderen Art gefasst. Dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Ja. Aber das werden wir gleich sehen, warum. Tatsächlich, es ist eine durchaus andere Art. Es ist eine Art Casting. Das konnte ich euch jetzt schon mal soweit sagen. Aber wofür? Das erfahren wir gleich. Deine Uniform steht ja ganz wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. So, auf geht's. Wenn du mir jetzt ja die Uniform kaufst, kriegst du die nicht in der Arena-Challenge und Arena-Sauber ansetzen, sondern hier kriegst du nicht diese Standard-Uniform. Finde ich ein bisschen schade. Aber ist es sicher, aber. Da bist du ja, Kindchen. Du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Naja, sei es drum. Bei der Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der bei der Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du wirst von sich, Herr Kindchen. Keine Sorge, ich werde dich um den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten, dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das ist ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt nur ein kleiner Haken. Für eine falsche Antwort, du gibst tatsächlich Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Da verhöhen sich die Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum ist es? Weißt du? Fake Pokémon verfügen über unerklärliche Fähigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, weil du nicht so schlägst, Kindchen. Jo. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Auf geht's. Wir machen uns auf zum 5. Dorn. Bis ich sagte, ja, da Carsten wird das sein. So, also dann wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena hast. Schauen wir mal. Aber nur auf einen Typ festzulegen, na, weiß ich nicht. Das wäre nicht meins, aber das ist auch mal ganz, ganz uninteressant, ein Arena-Leiter zu sein. Na gut, aber erstmal, was wir hier durchhaben. Wir haben vorhin als Gegner also dieses Parfi. Und ich denke, es sollte kein Problem sein, diese Arena hier zu kriegen. Aber schauen wir mal. So, erstmal die überlebt ist das. Frage, kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon?
Ja, übrigens jede Antwort ist richtig, sowohl Gift als auch Stahl sind effektiv gegen Feen-Pokémon. Ich habe kein Stahl-Pokémon, deswegen habe ich bewusst ein Gift-Pokémon gewählt. So, Haffi ist schon mal weg. So, okay. Zabayone. Das ist das nächste. So, und das hält viel weniger aus. Und es gibt Level-Updates für unsere Pokémon. Und zwar Skantek Level 40, Belektro Level 39. So, und die erste Arena-Leiterin ist besiegt. Susanne heißt sie. Das sollte man sich merken. Warum? Das haben wir gleich. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Papella reden. Aber Neugier hat sie geweckt. So, dann haben wir hier jetzt die zweite Trainerin. Und zwar, ich bin dann jetzt fertig gegangen. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist. Sonst konzentriere mich voll auf unseren Kampf. Ich würde sagen, ich bin relativ gut gelaufen. Könnt ihr uns eure Pokémon nicht zwischendurch heilen, sondern es geht halt Schlag auf Schlag und zwar mit einem Flauschling. So, okay. Drauf mit Giftschock. Ich könnte natürlich auch mit Toxin verarbeiten. Ich denke, das mache ich dann auf jeden Fall der Arena-Kampf an die Papella selber. Weil dann ist geht schon doppelt so stark, wenn ich mit Toxinfeuer arbeite. So, ein paar Finesse. So, die Frage. Wie hieß der Arena-Trainer gegen den ersten Gegner? Ich dachte euch, ihr müsst die Namen merken. Und zwar hieß er Susanne. Wunderbar, der Trainer eben ist Susanne. Oh, die Initiative steigt. Und ich vermute, dass es zumindest ein bisschen überlebt gerade so. Ja, klar. Das heißt ein bisschen. Das Viech hat doch knapp die Hälfte. So. Aber ich denke von der. Aber eigentlich soll das schon nicht. Wie wäre damals wäre nicht eine Arena, wenn nicht irgendwie eine Überraschung dastehen würde, ne? Auf einmal. So. Keine Level-Ups, okay. Aber ein Sieg über den zweiten Arena-Trainer. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halt den Blick nach vorne gerichtet. So, ich glaube, es müssten jetzt noch zwei kommen. Einer, zwei auf jeden Fall. So, jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob das Potenzial hat, weil das da verlassen zu werden. So, Ursel heißt die junge Dame und sind jetzt ein Pilzmuster ein, was wir ja schon aus dem Würscheinwald kennen, das wir uns ja auch gefangen haben. Gitschak. Ich muss hier irgendwann mal AP aufladen. Das wird dann wohl gehiebt. Frage: Wie erfasst sich morgen zum Frühstück? Curry ist zwar sehr beliebt tatsächlich hier in der Gala-Region, muss ich sagen, aber sie ist am liebsten nur Blitz. Zwar mit Pilzen. Sehr lecker übrigens. So. Dann drauf jetzt mit Giftschock. Und das hält dieses Pilzenbild natürlich nicht aus. So. Alle Gegner haben nicht so die Fee. Und jetzt kriegt sie ein Gardevoir. Das müsste Psycho-Fee sein. Ja, das bringt nichts. Ich muss erwarten. Wir sind jetzt im Weiterweg von Curly und Trassler, allerdings nur in der weiblichen Form tatsächlich, wollte ich gerade sagen, aber es ist ein männliches Gouvernoir. Da nur die männliche Form kann man per Funkelstein weiterentwickeln. Zu einem anderen Pokémon, zwar Galagladi, ein Kampf-Psycho-Pokémon. So, ich hätte aber jetzt nicht mehr hin. Die weibliche Form. Entwickelt sich da halt ziemlich. Warte mal. Ich weiß gar nicht, die 38 oder glaube ich, ist das. Gut.
Die Arena-Mission für Vorstellungsgespräche zu verwenden, ist etwas speziell. Ich weiß. Aber der Propeller schließt sich auch wenig speziell. Ja, die auf jeden Fall, muss ich sagen. Die auf jeden Fall. Gut, dann werde ich jetzt mein Team ein bisschen auffrischen. Weil jetzt scheint es wohl tatsächlich in Richtung Arena zu gehen. Ich habe bestimmt 50 Bären. Und diese KP. Habe ich so auch mal 2 HP? HP. KP, KP, KP. Meine Jute, ist da gut da hinten. Nachbar hämmert wieder, wie sonst wird gerade. So, Giftschock. Aufladen. Aber. So, jetzt geht's. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Bin schon gespannt, ob du es auch schaffst, aber die Arena-Leiter zu überzeugen. Möchtest du sie jetzt im Kampf herausfordern? Ja, yeah, jetzt geht's los. In Ordnung, dann hier entlang bitte. Ich drücke den Daumen. So, dann auf geht's. So. Von der Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Geflogenheiten. Ich bin Propeller, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfrage habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig beim Kampf, ob du weißt, wie man zu einem Pokémon richtig umgeht. So, auf geht's. Sehr gut da hinten. Tut mir leid, das kann ich jetzt gerade leider nicht abstellen. So. Propeller. Also sie fängt mit einem Smogmog an. Ich sag ja, eine Überraschung. Das war ein geiler Smogmog. Typ Gift und Fee übrigens. Damit neutralisieren. Wollte ich tatsächlich unser Skantik neutralisieren? Ich kann, glaube ich, nicht mit Toxin angreifen am RLC. Also gehe ich auf Giftschock. Also voll Treffer. Ich dachte, okay, jetzt reicht schon so. Aber sie ist jetzt fehl und sah, wir müssen das auch neutralisieren. Frage! Wie heißt sie? Ach Gott, ja. Ich glaube Zauberin. Ja. Text ist mir falsch. So, da drauf. Ich hab gar nicht, was jetzt gerade bestimmt ist. Ja, ist also. Ich sage jetzt eine Originalform. Vielleicht muss man überlegen, ob das welchen Pokémon Schwert hat man zu. Aber die Schild haben wir noch nicht so was. Gut. Den ersten Trainer haben wir schon besiegt. Tektas Level 39, Staffel Level 38. Ich weiß, dass ich beide wenig eigentlich machen. So, als nächstes kommt Togekiss. Die Endentwicklung von Togepi. Und jetzt gehen wir drauf mit Toxin und halt der Kombi. Ja, jetzt war das Vieh vergiftet. Ich hab normal okay. So, das müsste Giftschock nicht doppelt effektiv sein. Frage. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Sie hat es so oft schon gesagt, es ist zumindest nicht lila, es ist pink. Nein, es ist tatsächlich doch lila. Ups. Ich dachte, es wäre eigentlich tatsächlich wieder pink gewesen, weil sie so oft pink gesagt hat. Aber ich glaube, in der nächsten Runde sollte tatsächlich auch das Tolle Kiss wechseln. Wir wünschen, dass es uns zu. Ah, es reicht nicht ganz. Scheiße. Okay, dann müssen wir uns jetzt einfach so richten. Jetzt machen wir Ponita halt zum ersten Mal im Kampf. So. Und wir setzen auf Stampfer. Ich muss noch ein bisschen. Aber ich habe noch hier ohne Ende. So, was haben wir jetzt als nächstes? Und die Level 39, sehr schön. Flugkiefer.
Okay, das ist relativ einfach zu schlagen. Das ist ein Stahl-Pokémon. Also Stahl-B. Dann hat sie, glaube ich, noch eins. Das ist doch ein Klitzis. Ah, ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. So, Funkiva. Keine Sorge, ich greife das jetzt gleich jetzt an. Nur heile ich gerade mal kurz mein Scantank hoch. Brauche ich ja auch nicht kommen. Was kaufen wir uns jetzt? Kaufen wir uns jetzt doch hier. Bitte. Ne, wir müssen das nicht. Okay, dann muss ich jetzt nicht mehr rüber. Keine Art. Keine Ahnung. Keine Art. Top-Belieber. So. Belieber ist ja wieder ruhig. Braucht das ja doch. Dann im finalen Kampf. Ich bin dafür zu kaputt. Scantank wieder beleben. So, das ist wieder da. Frage. Nun dann, wie alt bist du? Ja, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten, liebe Leute. Nur eine Antwort ist richtig. Also eigentlich ist es tatsächlich das hier tatsächlich das Alter, aber die Antwort wäre tatsächlich falsch, weil du hast dich ein bisschen angepisst. Das ist richtig. So. Spezialangriffstein, das ist immer gut. Und wir gehen auf Feuerball. Jetzt können wir auch angreifen. Wenn wir da treffen würden. So, okay. Also, wird das jetzt nicht so auf der Bogen geht? Zweimal jetzt mittlerweile schon. Jawohl. Tschüss, Flopiva. Das war schon. Lange hast du gut überlebt, aber jetzt kann er mal nicht mehr. Der Eisenabwehr kann nichts machen. Die spezielle Pokémon und die letzte Pokémon ist Pokusan. So, dann bin ich wieder aufs Dach. Und jetzt tatsächlich, bevor ich auf Dynamax gehe, tatsächlich auf Toxin. So, Pokusan ist tatsächlich die Weiterentwicklung von Hokumir, also mit einer von denen. So. Klar, jetzt hier jetzt natürlich auf Dynamax. Das war mir von Anfang an klar. Also, kleine Idee, die Pokusan wird einfach ein bisschen zuvor. Das ist wütend. Okay, dann gehe ich jetzt mal ein Toxin. Das sollte funktionieren. So, erstmal Pokémon vergiften. Umso länger der Kampf dauert, umso einfacher wird das Ding zu gewinnen. So. Ja, Lichtblick. So, jetzt würde ich ran. So, jetzt gehen wir diese Gift drauf, Scantank. So. Schön mit Giftschwein. Oh, wie lange der Kampf jetzt dauert. Vergiftung sollte noch effektiver sein. Und jetzt wieder fangen wir den Lichtblick ein. Okay, es heilt sich. Na, da haben wir den Giftschwall. Das müsste auch die letzte Runde sein, Chris. Weil danach habe ich es eh. Das möchte ich jetzt heilen, aber wir sollten eigentlich gegen Toxin noch stärker verletzt werden. Ja.
So, der passt jetzt hinter dir. So, und dann gehen wir auf die 2. Ja, hier geht's noch. Ja, sie waren erwartet hatten es, das ist klar. Sie hat dann eine Überraschung dabei, weil dann doch nicht so einer gedacht, aber es war dann doch relativ einer. Klar. Gut, über die Blitze gucken wir, was sie hier einfach nicht falsch oder Stahl hat. Ich finde es zwar ein Pick, aber du, deine Pokémon gibt ein gutes Team. Jo. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Das ist ein Täuschkindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Man sieht ja Sinn sagt, dass mir da mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß doch vielleicht schon, wo. Ah, in dieser Hinsicht war es zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Jo. Dann haben wir den Orden aussichern auf Orden Nummer 5. Level 3 Orden wird es auch. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Du hörst nach der Themen. Setze sie weise ein. Und zwar die Themen 87, Diebeskuss. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas Bier Pinkett erlebt. Und zwar mit dieser Uniform. Tut mir den Gefallen und ruhe sie mal an. Ja? Nein. Die Feenuniform haben wir bekommen noch zusätzlich. Okay. Ist kein Geheimnis, dass ich genieße, junge Leute wie dich in der Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Auch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. So. Gut. Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schild. Und dann geht's weiter mit... Ja, wir sollen uns in Fernweh ein bisschen umgucken. Machen wir doch auch. Bis dahin. Tschüss.